Hi ihr alle! Ich wollte heute total gerne bei einem Frühlingstag mitmachen und deswegen habe ich einfach mal auf YouTube danach gesucht und es kamen so viele verschiedene Ergebnisse dabei raus mit so vielen verschiedenen Fragen. Da habe ich einfach mal aus jedem Tag so ein paar Fragen zusammengewürfelt und meinen eigenen persönlichen Frühlingstag entworfen sozusagen. Und ja, dann geht's auch schon los mit den Fragen. Es ist warm draußen, was ziehst du an? Ein Rock, ein Kleid oder eine lange Hose? Ich würde auf jeden Fall ein Kleid anziehen. Man kann ja immer noch Stiefel dazu anziehen, wenn es zu kalt ist, für Sandalen. Aber ich liebe Kleider einfach über alles und ja, deswegen nehme ich es auch. Welche Farben verbindest du mit dem Frühling? Also auf jeden Fall erstmal grün, denn nach dem Winter wird schließlich wieder alles grün draußen. Und es ist so wunderschön. Ich liebe es, wenn es draußen grün ist und nach grün riecht. Und oh, herrlich. Die armen Leute, die Heuschnupfen haben, sind echt nicht zu beneiden. Ich bemitleide euch zutiefst, weil ich einfach viel zu gern draußen bin und viel zu sehr Grünes mag, sozusagen. Make-up-technisch würde ich wahrscheinlich mit den klassischen Pastelltönen gehen, weil ich sie einfach total, total gerne mag. Besonders wenn nach dem Winter das Bärige wieder abgelöst wird durch diese pastelligen Pink- und Koralltöne, das liebe ich auch total. Und ja, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Du kaufst dir deine erste Kugel Eis. Welche Sorte ist das? Das habe ich sogar schon gemacht. Und das waren zwei Kugeln und das war Cookies und Walnuss. Oh mein Gott, das war so lecker. Ich hätte jetzt gern dieses Eis nochmal. Schnell weitermachen, bevor mich mein Heißhunger von Eis total überkommt. Stiefel, Pumps oder Sneakers? Ich trage total gerne Stiefel, aber an meine Chucks kommt einfach nichts dran, weil sie einfach am bequemsten für mich sind. Ich trage total ungern hohe Schuhe, weil ich einfach unfähig bin, darin zu laufen. Oder zumindest lange darin zu laufen. Und deswegen werde ich bei meinen Chucks bleiben. Als zweite Wahl kommen dann Stiefel. Seidenschal, Halstuch oder Schal? Also ich mag gerne solche Stoffschals aus Baumwolle. Diese ganz dicken und gestrickten vom Winter, die will man dann eigentlich am liebsten loswerden. Die sind zwar total schön und eigentlich freue ich mich sogar schon ein bisschen wieder drauf, wenn wieder Winter ist und ich die wieder tragen kann. Weil ich es total mag, meinen Schal und mein ganzes halbes Gesicht da noch so einzuwickeln. Aber für den Frühling mag ich auf jeden Fall solche leichten Baumwollschals. Ich würde euch ja einen meiner Lieblinge zeigen, aber einen habe ich bei mir zu Hause bei meinen Eltern vergessen und den anderen habe ich an der Uni verloren. Ich hoffe zutiefst, dass er wieder auftaucht. Das war mein pinker H&M-Schal mit den Gänseblümchen drauf. Naja, weiter. Blablabla. Blazer oder Mantel? Ich bin irgendwie noch nicht so die Blazer-Person geworden. Ich finde irgendwie immer, dass die Schultern darin so ein bisschen seltsam aussehen. Ich weiß nicht, auch wenn das keine Schulterpolster jetzt unbedingt drin haben muss. Ich bin da irgendwie bisher noch nicht so ganz rangetraut. Ich habe schon wieder voll den Knoten in der Zunge und den Gehirn. Ich kann nicht reden. Ich habe mich da bisher noch nicht so richtig rangetraut, beziehungsweise ich fühle mich nicht so richtig wohl, wenn ich einen anhabe. Aber vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe der Zeit und bis dahin bleibe ich bei der klassischen Mantelwahl. Picknick oder Eiskaffee? Beides toll, aber ich würde mich auf jeden Fall für Picknick entscheiden, weil ich da Koda mitnehmen kann. Und ja, für mich ist alles schön, wo ich Koda mitnehmen kann und für ihn natürlich auch, weil ich mich immer freue, wenn er Spaß hat. Ich liebe es auch total, Picknicks zu machen. Das mache ich eigentlich jedes Jahr und im Sommer und im Frühling, sobald es halbwegs warm genug dazu ist, dann schnappe ich mir ein paar Leckereien, am besten Weintrauben und Erdbeeren und ein bisschen Käse und was weiß ich, worauf man eigentlich am allerliebsten Lust hat. Und dann nimmt man es mit und legt sich in die Natur und ja, Koda kann da ein bisschen rumwuseln und ich sonne mich und das ist einfach total schön. Wie lässt du einen schönen Frühlingstag ausklingen? Wenn ich jetzt einen Balkon hätte, würde ich sagen, ich setze mich in die Abendsonne und genieße noch die letzten Frühlingsstrahlen der Sonne. Aber da ich ja keinen habe, setze ich mich mit einem leckeren Obstsalat vor meinen Laptop und schaue mir eine Folge Verbotene Liebe an. Das ist auf jeden Fall ein guter Tagesausklang, auch wenn das jetzt nicht so wirklich was mit Frühling zu tun hat. Verwendest du gerne Selbstbräuner oder gehst ins Solarium? Keins von beiden. Solarium sowieso schon mal nicht und Selbstbräuner bin ich auch noch nicht so wirklich mit warm geworden, weil entweder habe ich total Angst, dass ich danach streifig und orange bin und außerdem streckt mich dieser Duft total ab. Ich kann das nicht vertragen. Ich finde, mir wird ja immer ganz schlecht und irgendwie, nee. Außerdem finde ich nichts Schlimmes daran, blass zu sein. Ich werde dann halt ein bisschen bräuner, wenn Sommer ist und die Sonne scheint und ich mich ein bisschen in die Sonne gebrezelt habe, auch wenn es man nicht machen soll, aber ich mag es trotzdem total, das zu tun. Und gegen ein bisschen Sonnenbaden mit Sonnencreme eingecremt, kann man ja auch nichts sagen. Ich meine, ich will mich ja schließlich nicht nur in meinem Zimmer verstecken, mich mit Selbstbräuner einreiben und dann braun aussehen und nicht nach draußen gehen. Das wäre ja irgendwie blöd.
falls das jetzt gerade Sinn gemacht hat. Ich glaube, diese Antwort war ein bisschen verwirrt. Na gut. Hast du immer eine Sonnenbrille bei dir? Nein. Ich habe meine Sonnenbrille im Auto liegen, denn da brauche ich sie eigentlich am meisten sozusagen. Also wenn ich Auto fahre und die Sonne blendet mich total und keine Sonnenbrille habe, dann ist das blöd. Und wenn ich draußen rumlaufe und die Sonne blendet mich und ich habe keine Sonnenbrille, ist es auch blöd, aber dann macht es nichts, weil ich wahrscheinlich keinem hinten drauf fahre oder so, hinten drauf laufe, weil das ist halt nicht so schlimm. Ich habe nur eine Sonnenbrille, also zumindest eine halbwegs schöne. Ich muss mir noch mal eine kaufen. Ich liebe riesige Sonnenbrillen einfach über alles. Als nächstes kommen meine liebsten Schminkprodukte für den Frühling. Los geht's mit Lieblingslidschatten und das ist olivgrüner Lidschatten. Ich habe da zwei Vertreter im Angebot. Einen, der ist von Essence, heißt Olive Garden. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ja, wie der Name schon sagt, ist halt olivgrün, ne? Und dann habe ich einen von Catrice aus dem Papagena Quattro. Das heißt übrigens Birds of a Feather. Und den mag ich auch sehr, sehr gerne. Es gibt ja auch einen von Catrice im Standardsortiment. Den habe ich mir jetzt aber nicht gekauft, ups, weil ich eben schon zwei grüne Lidschatten habe. Und wieso soll ich mir dann halt noch einkaufen? Irgendwann reicht es ja auch mal. Aber die mag ich total gerne und ich trage olivgrünen Lidschatten total gerne als Lidstrich. Das finde ich total hübsch und ich habe jetzt 80 Mal hintereinander total gesagt und es tut mir total leid. Machen wir schnell weiter. Lieblingslippenstift oder Lippenprodukt, sagen wir so, denn ich habe keinen Lippenstift, sondern diesen Essence Stay With Me Lip Gloss in der Farbe My Favorite Milkshake. Ich liebe diese Farbe einfach total und jetzt für den Frühling finde ich sie einfach perfekt. Habe ich auch gerade auf meinen Lippen. Ich weiß nicht genau, wie die Lichtverhältnisse mal wieder auf der Kamera rüberkommen. Ich kann es nicht ändern. Ich muss mir eines Tages mal eine bessere Kamera kaufen. Ich spare auch schon drauf. Dann haben wir Lieblingsnagellack. Da habe ich drei Stück im Angebot. Einen von Catrice und das ist ein rosa Pinkton. Naja, pink ist es nicht. Es ist halt ein kräftiges Rosa, sagen wir so. Die Farbe heißt Miss Piggy Reloaded. Hat auch ganz, ganz leichten Schimmer drin, aber der kommt auf dem Nagel nicht wirklich raus, wie ich finde. Und ja, das ist auf jeden Fall immer eine schöne Farbe für den Frühling. Dann habe ich einen P2 Color Victim Nagellack in der Farbe Who Cares. Das ist eben ein kleines Mintgrün, kein großes Mintgrün. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Mintgrün geht irgendwie immer. Und dann habe ich noch einen himmelblauen Nagellack von OPI. Der ist aus der Schreck-Kollektion und heißt What's with the Catitude? Und den habe ich auch sehr, sehr gerne. Das ist einfach so ein richtig schönes Himmelblau. Und wenn ich mir jetzt angucke und den drauf habe und es ist bewölkt, dann fühle ich mich, als würde die Sonne scheinen, auch wenn es gar nicht so ist. Die nächste Kategorie ist Lieblingsrouge. Und da habe ich mein allerliebstes Lieblingsschätzchen von Sleek und zwar der Rose Gold. Wahrscheinlich kennt ihr ihn und wahrscheinlich findet ihr ihn genauso schön wie ich. Wie der Name schon sagt, ist es eben ein rosiges, peachiges Tönchen mit goldenem Schimmer drin. Und ich liebe den einfach über alles. Er lässt einen so frisch aussehen und so strahlen. Und ich freue mich, dass ich ihn jetzt im Frühling wieder benutze, denn im Winter hat es sich mehr zu den bärigen Tönen gezogen. Aber im Frühling und Sommer ist der echt der absolute Knaller für mich. Ein kleiner Tipp noch oder ein weiteres Rouge, wie auch immer man es jetzt nennen will. Aus der P2 Mission Summer Look habe ich den Baked Eyeshadow in der Farbe Summer Lady. Und den habe ich mir heute erst gekauft. Ganz frisch, noch gar nicht benutzt. Aber das ist halt dieser rötliche Ton. Also als Lidschatten würde ich den jetzt nicht verwenden persönlich. Aber ich glaube, dass er ein wunderschönes Rouge abgeben wird. Ich habe ihn auch gerade schon mal drauf gemacht, als ich nach Hause gefahren. Nicht als ich nach Hause gefahren bin, als ich zu Hause war, habe ich ihn drauf gemacht. Und ja, ich finde ihn total toll und ich werde ihn, glaube ich, auch morgen benutzen und dann wahrscheinlich den Rest der Woche, weil ich sehr begeistert davon bin. Also gibt bestimmt ein gutes Rouge ab. Man muss es ja nicht immer als das verwenden, was draufsteht. Was habe ich noch im Angebot? Lieblingsduft. Oh, da habe ich meine zwei kleinen Schätzchen hier. Das sind kleine Mini-Parfüme, wie auch immer. Die habe ich am Flughafen mal gekauft. Da gab es vier Stück davon, also vier verschiedene Sorten. Und das eine ist hier von DKNY, das Be Delicious. Das grüne Apfelparfüm und das andere ist das rosane, steht hier ein Name drauf, ich weiß nämlich gerade nicht, wie es heißt. Das heißt irgendwas mit Blossom. Ich kann es aber, steht hier nicht drauf. Toll, hier steht es drauf, hier steht es nicht drauf. Ja, es heißt irgendwas mit Blossom. Ich weiß aber gerade nicht, wie genau es heißt. Ist auf jeden Fall das rosane aus der DKNY-Reihe. Und die beiden liebe ich einfach über alles für den Frühling. Sie riechen so frisch und fröhlich und man kriegt einfach total gute Laune, wenn man das riecht. Außerdem habe ich noch keine Person kennengelernt, die das DKNY Be Delicious nicht mag, weil einfach alle mögen dieses Parfüm. Ich weiß nicht wieso.
Also, ich meine, ich weiß wieso, denn ich liebe es über alles, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen gibt, der es nicht mag. Ja, diese beiden sind meine absoluten Schätzchen und leider sind sie so winzig, dass sie wahrscheinlich sehr bald leer sein werden, was ich zutiefst bedauere. Aber naja, muss ich dann wohl mal in meine Ersparnisse greifen und mir mal den größeren davon kaufen. So, das waren alle Fragen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir noch eure Lieblingsprodukte für den Frühling oder eure Lieblingseissorte. Auf jeden Fall irgendwelche Fragen, die ihr Lust habt zu beantworten, in die Kommentare. Ich lese es total gerne. Könnt mir natürlich auch total gerne Videoantwort machen. Das ist natürlich noch besser. Ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss!